Schwer. Unterstützung, Sturm, Puls, Sturm, Sturm. Ich würde gerne ihn hier austauschen. Entfernen. Und ich würde da mal gerne ihn hier reinpacken. Bearbeiten. Das geht alles nicht. Trefferpunkte 10, Zielsicherheit 70, Verteidigung 20. Ich würde das Ding ganz gerne mal ausprobieren. Thunder 2. Kann man dem da hier noch Fähigkeiten geben? Ich glaube nicht. Und ich würde sagen, wir starten den Einsatz. Bereit machen zum Einsatz, Strike One. Alles klar, beginn den Angriff. Mexiko ist das Ziel der nächsten Mission. Da sitzt Sanders wo. Eine lokale Übertragung deutet darauf hin, dass die Aliens in einem großstädtischen Gebiet operieren. Alles klar, sie müssen da runter und alle Feinde ausschalten. Da kommen wir auch schon angeschossen hier. Genau, lande mal mitten auf dieser Alien-Geschichte hier. Der braucht aber dieses Mal echt zum Landen hier. Central, Big Sky hier. Angriffsteam wird abgesetzt. Erwarten Sie Ihre Befehle. Roger, Big Sky. Wir empfangen Sie klar und deutlich. Strike One hat grünes Licht für den Einsatz. Okay. Ich würde sagen, ich mache jetzt nochmal eine kleine Pause und werde mir was in die Kiemen schieben und dann geht's hier nachher gleich weiter. Also bis dann, tschüss! Ja, Freunde, da bin ich wieder. So, wir wollen mal gleich unseren neuen Panzer hier ausprobieren. Den neuen Schiff. Mal sehen, was der so kann. Wir können ihn ja gleich mal in Bewegung setzen. Vielleicht, oh, er sieht sogar schon welche. Das ist ja mal schick. Mal sehen, was die Kiste so kann. Ja, er kann schon mal wunderbar daneben schießen. So viel sollte jetzt schon mal klar sein. Du gehst mal bitte dort in Deckung. Das Ding ist also eigentlich nur zum Aufklären da, wie es bisher aussieht. Einschüchtern! Bin ich jetzt eingeschüchtert? Nein, bin ich nicht. Ja, du, mein Bester, beziehungsweise meine Beste, wirst mal bitte hier in Deckung gehen. Und mit dem Lasergewehr wirst du jetzt mal nichts machen, sondern du wirst Feldposten spielen, bitte. Dann haben wir einen mit dem Sturmgewehr. Stimmt, der hatte keine Laser mehr über. Verdammte Axt. So, du gehst mal bitte dort in Deckung. 29% Trefferchance. Das können wir ja mal versuchen. Das hat natürlich mal wieder nicht funktioniert. Warum sollte es auch? So, dann haben wir dich. Du wirst... Wo kannst du denn jetzt mal hingehen, verdammt? Du gehst mal bitte dorthin. Ja, was kannst du da mal versuchen? 1% und 1%. Das bringt nicht wirklich viel. Aber wir können zumindest mal versuchen... Vorhin haben wir ja auch einiges geschafft mit... sag bloß. Und du gehst mal bitte nach... Ja, du kannst gleich sowieso nichts mehr machen. Also wirst du mal dich bitte nach hier begeben. Alien-Aktivität. Ja, der hat schon mal ein bisschen was abgekriegt. Und der rotzt volle Kanne daneben. Das ist schön, so wollen wir das haben. Da kommen noch drei. Ach du Scheiße, auch noch Schweber.
Haben wir irgendwas mit Granaten hier dabei? Wir haben natürlich mal wieder keine Granaten dabei. Das ist äußerst schön. 54%, 44%. Ich würde mal sagen, dass er sich um diese beiden Idioten dort kümmert. Nimm mal den da wieder aufs Korn. Da haben wir den ersten erlegt. Du willst mal zusehen, dass du diesen hier wegrotzt. Da haben wir ihn erlegt. Was kannst du denn machen? Erstmal musst du hier was erledigen. Und zwar... Deckungsfeuer, was war das noch? Verringere die Zielsicherheit des Ziels, wenn sich das Ziel bewegt. Okay. Ich kümmere mich. Niedergehalten, sehr schön. Du kannst jetzt mal zusehen. Was kannst du da mal zusehen? Den kannst du nicht, den kannst du nicht, den kannst du nicht. Du kannst mal bitte Sturm und Schuss machen. Okay. Mit tödlicher Geschwindigkeit. Und jetzt bitte nochmal auf ihn hier. Was daneben? Auf die Entfernung? Du bist ja wohl wahnsinnig geworden, mein Bester. 30, 20, 20, 30. Nehmen wir mal 30% und gehen mit der Minigun gegen den davor. Und haben ihn erlegt. Gut, der Siff, wenn der mir kaputt geht, das ist mir weitaus lieber, als wenn da irgendeiner von meinen Leuten drauf geht. Was kannst du denn jetzt mal machen? Du kannst dort nicht viel, aber du... Warte mal, du kannst was machen. Du kannst mal bitte Sturm und Schuss machen. Was du nicht kannst. Weil du keine Zeiteinheiten mehr hast. Verdammt! Das ist aber doof. Du kannst aber noch. Und zwar kannst du... dich mal bitte nach dort begeben. Dann hat er nämlich schon mal welche in Sicht. Und er kann hier nicht allzu viel machen. Aber... wir können ihn mal aufs Korn nehmen. Mit, ja, mit was denn? Mit Feuer oder? Na, wir versuchen es einfach mal mit Schnellfeuer. War fast klar, dass nichts passiert. Das ist aber schade. Alienzug. So, bitte Ziel, beweg dich. Ah, verdammt, der ist hochgegangen. Kann man den reparieren später? Das wäre ja nochmal eine Idee. Kann ich ja gleich mal gucken dann. Ach du Scheiße, jetzt kommen die auch noch. Du. Sturm und Schuss. Und zwar... gehst du mal bis dort, bitte? Blitzschnelle Reflexe, das bringt nur nichts, du wirst daneben hauen. Bin einfach schneller wie du. So, und jetzt werden wir dich mal... niederstrecken. Den haben wir. Er ist ausgeschaltet. So, und jetzt haben wir hier noch einen. Ist das auch ein... ah, der ist das. Okay. Wie viele HP hast du? Du hast reichlich HP. Das gefällt mir gut. Also wirst du dich jetzt nach dort bitte begeben. Und auf diesen Affen hier feuern. So, das müsste er eigentlich aushalten.
44%. Okay, Präzisionsschuss bitte auf. Das kann ich eigentlich jetzt nicht machen, weil hier hinten diese anderen Affen warten auf mich. Kannst du noch was machen? Guck doch mal bitte. 26% Trefferchance. Ich würde fast sagen, du begibst dich mal nach, bitte nach hier und baust dort den Feldposten auf. Gut. Und du wirst dich nach hier bitte hinbegeben und hier den Feldposten aufbauen. Und du wirst jetzt einen Präzisionsschuss, ich hoffe, der trifft, Präzisionsschuss auf ihn hier ausführen. Daneben, verdammt, hätte ja klappen können. Jetzt ist er erstmal dran. Nein, tun sie nicht. Das schaffst du nicht. Du schaffst keine Elf. Nein, du schaffst keine Elf. Du schaffst auch keine 13. Ja, das ist 5. Mit 5 kann ich leben. Und da kommen die anderen. X-Rays kommen von der Seite. Der hat keine Probleme. Der könnte Probleme kriegen, unser anderer. Die haben Plasmagewehre dabei. Scheißendreck. Der hat getroffen, aber das ist nicht weiter schwierig. So, was kannst du? Du kannst was gegen ihn machen, aber das ist mir dort erstmal egal. Du wirst ihn hier unter Feuer nehmen. Den haben wir. Verdammt, den hätte ich ja auch... Ah, den hätte ich betäuben können, das wäre was geworden. Ah, schade aber auch, da hätte ich jetzt mal früher drauf kommen sollen. Okay. Was kann er denn? Kann er hier was machen? Dort kann er hin. Wenn er Sturm und Schuss macht, dann haben wir einen davon schon mal ausgeschaltet. Der hat blitzschnelle Reflexe. Ja, das macht nichts. Die Panzerung von ihm ist dick genug. Und dann wirst du mal ihn hier erstmal umbiegen. Was? Alter, aus 3 Meter Entfernung, in aller Ruhe. Okay, Sturm und Schuss geht bei dir noch nicht. Du jetzt bitte dorthin. Und mit Hilfe des Lasergewehrs. Ja, die sind beide scheiße. 62 und 62. Nehmen wir beide. Der hat natürlich getroffen, das ist gut. Hab keine Munition. Was machen wir mit dir? Du wirst jetzt mal bitte dich hier in Stellung bringen. Besten Dank. Und du könntest jetzt auch mal feuern. Und 59% sieht gut aus. Wieso zeigt er mir 59% an und trifft nicht? Ah, es ist zum Heulen manchmal. So, du wirst den da oben. Das sieht gut aus. Den haben wir erlegt. Jetzt ist nur noch einer über. Der wird jetzt etwas Schaden an ihm hier machen, aber der schafft keine 8 Schaden. Sie wollen sich zurückziehen. Der hat gefälligst keine 8 Schaden zu schaffen. Ist da noch irgendwas? Hallo? Darf ich auch mal wieder? 2 Schaden, ich hab's gewusst. Ja, komm. Du kannst nichts machen, Du kannst ihn betäuben, jawohl! Betäuben. 70% Trefferchance. Danach. Ziel benommen. Wir haben einen.